Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier im Metro 2033. Wir sind auf dem Weg an die Oberfläche, auf dem Weg zur trockenen Station. Oh yeah, Laservisiere. Nice. Und jetzt ganz vorsichtig. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Mun, alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum. Oh! What the fuck? Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Aua! Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Klasse. Danke, mein Freund. Okay, das war komplett verschwendete Munition. Schade. Draußen ist schon cool, das ist schon richtig, richtig gruselig gemacht. Oh oh. Da war wieder irgendeine Falle. Na, was haben wir denn hier? Ha, das erste Logbuch. Nice. Und wir haben wieder ein Safe. Tote Stadt, Eintrag 1. Von dem Tag an, an dem ich in der Metro endete, träumte ich davon, wieder nach oben zu gehen. Diese magische Stadt meiner Träume wieder zu sehen. Die lebendige Stadt meiner Kindheitserinnerungen. Doch was ich tatsächlich auf der Oberfläche sehe, ist ein Gespenst. Ein Albtraum. Ich kann sie nicht wiedererkennen. Ich kann mich kaum erinnern, dass ich früher dort gewohnt habe. Dass meine Mutter und ich dort gewohnt haben. Wie glücklich wir waren. Oder auch nur ihr Gesicht. An nichts davon kann ich mich erinnern. Wie ich gehofft hatte, dass ihr Gesicht, ihr Lächeln wenigstens für einen winzigen Moment zurückkommen würde, wenn ich nach hier oben ginge. Es geschah aber nicht. Ich bin völlig alleine und ich habe kein anderes Zuhause mehr als die Metro. Wo ist der scheiß Schlüssel? Jawohl, ich bin durch die Falle gelaufen. Zum Glück schnell genug, wie es scheint. Wo ist der fucking Schlüssel? Liegt der doch noch hier bei dem Typen? Nee. Er steht da. Da ist er. Da ist der Schlüssel. Okay, da muss ich nochmal nach oben. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. So, Safe öffnen. Yo, nice. Das Brandmunition oder was? Das ist ja geil. Ich will lieber nicht versuchen, hier runter zu springen, oder? Doch, so geht's. Alles klar. Ja gut. Dann gehen wir weiter. Bereit? Gehen wir.
Ja, die hätte ich halt vorhin schon erschießen können, ne? Versteck dich, Junge. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Okay. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Fucking Flugviecher wieder. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Krass. Drücke T, um den Filter zu tauschen. Okay. Spring, ich fang dich auf. Ja, danke fürs Auffangen. What the fuck? Also das nenne ich nun wirklich Pech. Du musst außen rumgehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Was zum Teufel? Fuck. Halte M gedrückt, um meinen Kompass zu benutzen. In die Richtung da drüben muss ich, okay. Mistvieh, ey. Fuck. What? Muss ich wieder den Filter tauschen, oder was? Okay. Hier ist wieder ein Safe. Okay, da ist noch ein Safe, das heißt, hier muss noch irgendwo ein Schlüssel sein. Hier. Na, hast du vielleicht einen Schlüssel? Leider nein. Boah, selbst unter der Treppe hier ist Scheiß versteckt, ey. Okay. Was? Bitte nicht schon wieder. What the fuck? Okay, bisher habe ich hier noch keinen Schlüssel gefunden. Oh, Gänsehaut am ganzen Körper. Okay. Ah, da soll ich runter. Okay, gut zu wissen.
6 haben wir voll. Ich würde gerne noch den scheiß Schlüssel finden. Boah, die Welt ist schon echt geil gemacht, ne? Das sieht richtig, richtig krass aus. Sehr nice, postapokalyptisch. Tja, aber ich vermute, dann haben wir keinen Schlüssel gefunden. Ah! Hier kann ich noch rum. Ich würde gerne noch den Schlüssel finden. Fuck. Okay. Wo ist der fucking Schlüssel? Das gibt's doch gar nicht. Was sind diese Papierflieger? Was soll das sein? Da hinten ist wieder das Gruselvieh. Ich würde gerne noch in den Aufzug gehen, bevor ich jetzt, weil ich glaube, dass ich hier weiter muss. Okay. Da wird schon wieder geschossen. Da darf ich nicht rein. Hier darf ich auch nicht rein. Kann er das? Interessant. Wer ist er? What? Ich will rutschen. Hui. Das war gruselig. Okay. Gut gekämpft, Soldat. Es gibt hier auch immer noch eine zweite Mappe, die wir auch immer noch nicht gefunden haben. Das ist hier eine Spielhalle. Oh, fuck. Na toll.
Ow, what the fuck? What? Ich muss mir immer wieder in Erinnerung rufen, dass das die leichte Form von dem Spiel ist, die wir hier gerade spielen. Das ist komplett krank. Atmet hier noch irgendwas? Oder bin ich das? Achso, ich muss den Filter wieder tauschen, glaube ich. Ja. Ey, das kann doch nicht sein. Es gibt doch hier noch so viele andere Möglichkeiten herzulaufen. Ey, das ist doch krass. Ich will hier noch in den Fahrstuhl, Leute. Ich will noch diesen Fahrstuhl runter, um zu gucken, was da ist. So, daran haben wir schon geguckt, aber hier unten waren wir noch nicht. So. Ja. Das gleiche Ding, nur mit Visier. Sehr cool. Yeah, Filter, Wurfmesser. Wie kann ich eigentlich die Wurfmesser benutzen? Weil Nahkampfwaffen habe ich ja gar nicht. Wie kann ich die denn benutzen, die Messer? Da ist der Schlüssel vom Tresor. Ich habe ihn gefunden. So, jetzt muss ich nur den Tresor wiederfinden. Ach, hier bin ich jetzt, wo ich die ganzen Viecher erschossen habe. Jau. Da liegt der Typ wieder in der Ecke. Tab gedrückt halten für eine Art Auswahl. Vielen Dank. Hier ist der Tresor. So. Jawohl. Guti, guti. Dann können wir weitergehen. Die ganze Zeit die Filter tauschen muss und so. Das ist schon so, das ist schon echt krass gemacht. So. Die haben wir voll. Was war das denn jetzt? Ich habe gerade ein Wurfmesser geworfen. Aber wie habe ich das denn gemacht? Ah, ich habe hier so Brandbomben. Okay, krass. Wow.
Hier sieht man ja wirklich alles. Das ist ja voll geil. Aber wie habe ich das jetzt gerade geworfen? Mit Y oder was? Ne, Y ist umschalten. Mit C. Okay. C ist die Taste dafür. Gut zu wissen. Das sieht aus wie ein Quartier hier. Ah, die darf ich sogar wieder mitnehmen. Das ist gut zu wissen. Wo habe ich denn das andere gerade hingeschmissen? Liegt das noch irgendwo da draußen? Ach, egal, komm. So wichtig ist jetzt dieses eine Messer hier nicht. Dass er das hier nicht wegräumen kann, um daher zu gehen, ne? Das ist schon ein bisschen albern. Darf ich auch nicht drüber springen? Okay, hier habe ich die ganzen Mistviecher erledigt. Gut. Gehen wir weiter. Yes. Boah, da hinten gab es auch noch, da war auch noch so ein... Oh oh. Ich will noch da hinten lang. Da hinten fliegt der scheiß Dämon. Es gibt echt viele Wege hier, die man lang gehen kann, ne? Hier ist halt auch überall noch was. Das ist halt voll krass. Man findet überall Scheiß. Meint er den Schacht hier, den ich rein muss, oder was? Wechseln. Shit. Okay. Darüber kann ich wahrscheinlich nicht springen. Ich muss wahrscheinlich da hinten rum. In die Munitionskiste? Was meinst du mit in die Munitionskiste? Yeah. Ich will da nicht hoch, ich will nicht zu diesem Vieh. Du siehst mich gar nicht, ich bin gar nicht da. Fuck. Findet ihr mich hier drin? Ich hoffe nicht. Da, wo du rausgefunden hast, wie du Wurfmesser wirfst, da ist das andere Wurfmesser in der Munitionskiste. Ja, okay. Dieses Scheißvieh, Alter. Oh, fuck, das ist direkt hier über mir. Thank you.
Fuck you! Ah. Oh Gott. Ja, shit. Muss ich hier. Fuck, muss ich hier rüber oder was? Nee, da falle ich wieder runter. Scheiße. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, wo ich lang muss gerade. Ah, jetzt bin ich aber auf der anderen Seite, oder was? Nee, jetzt bin ich wieder hier. Na toll. Fuck. Wo muss ich denn jetzt lang hier? Da komme ich nicht rüber. Gleich mal auf die Map gucken. Na, da muss ich. Nach hier links, okay. Weg damit! Weg damit! Mann, ey. Ich dachte gerade, ich hätte das Vieh erledigt, ey. Da geht's rein. Ich bin noch drüber gesprungen. Scheiße. Okay, wir sind hier nicht alleine. Ich hoffe, das ist Bourbon, der da rumballert. Ich habe die schwere Ausrüstung genommen und bin nach Norden zur Rettungsstation gegangen. Die haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück! Ist da gerade jemand pissen? Witzig. Mistvieh. Schnell genug gewesen, okay. Ich weiß nicht, ob die Viecher einem was tun können, aber sicher ist sicher.
das nochmal hier? Mit dem Pumpen? Komplettes Labyrinth hier, ey. R und linke Maus. Ach, linke Maustaste, okay. Ach ja, gut hier. Gut, dass ich nochmal hier rum bin. Soll ich da noch rüberspringen? Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber hier ist nichts mehr, oder? Boah, dieser Geigerzähler-Sound macht mich auch völlig kirre, ne? Ja, was haben wir hier noch Feines? Boah, ich glaube, im Hardcore-Modus musst du wirklich jede Ecke kennen, wo du irgendwas an Munition und Co. bekommst. Ist das Bourbon? Bin froh, dass du es geschafft hast. Ich hatte schon gedacht, du wärst hinüber. Wir sind fast da. Nur noch einen Hof weiter. So, nochmal einen neuen Filter drauf. Warte hier, ich will hier hinten noch gucken. Ha! Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch den zugehörigen Tresor finden. Der da steht. Sehr gut. Und hier haben wir auch die zweite Mappe. Die dritte, die zweite haben wir nicht gefunden. Na toll. Gott, bin ich froh, eine andere lebende Seele zu treffen, selbst wenn es Bourbon zu sein scheint. Und offensichtlich war er auch froh, mich zu sehen. Und wir sind keine Freunde oder so, nur zufällige Begleiter auf einer Reise. Hier an der Oberfläche kann man nicht anders als spüren, dass wir, die Menschen, zusammenhalten müssen, sich gegenseitig auf uns verlassen müssen, weil alles hier draußen feindlich ist. Tödlich, gefährlich, fremd. Ja, geil. Vielen Dank dafür. Da ist der Safe. Okay, schade, dass wir die zweite Mappe nicht gefunden haben. Hier unten muss man doch noch reinkommen in das Ding. Ich will da rein. Das gibt's ja nicht, dass man da nicht reinkommt. Thank you.
Kann ich jetzt so ein Ding aussuchen hier? Okay, das war knapp. Und bisher die längste Folge. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Burn behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Und diese trockene Station, ihr Lieben, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Daumen, Kommentar. Vielen Dank. Ciao.